ist aber nicht Zeit und Wiki, weil da denke ich, das Wiki, das ist das auch. Na, sehr gut. Happy Birthday, liebes Gloria. Happy Birthday to you. Dass Kultur für Menschen über der Donau eine wichtige, integrale Bestandteil für ihr persönliches Empfinden und ihren Lebensstil und die damit verbundene Lebensqualität darstellt und dass die Menschen links der Donau dies auch als ihr Recht sehen, ist völlig klar. Dies wird auch dokumentiert von Strebersdorf über Jedlesee nach Floridsdorf, weiter über den Burghafen bis nach Aspern, Stadlau, Kagran und nicht zuletzt Kaisermühl. Das gibt es ja schon seit 5 Jahren. 5 Jahre? Mit Straßenbahn, Franzi, ich bin Bimmellinie 26. Das hat er sich gemerkt, wie verbohrt. Wir fahren mit dem Autobus. Bus, ich muss. Eine gute Idee vom Bezirksort Gneisser, gell? Endlich einmal was für die kleinen Leute, gell? Bin kein kleiner Leute. Kommen, große Leute, Stars, kommen, ja? Also komm, gehen wir. Ja. Was mache ich da? Austeilen. Austeilen. Ist ja kein Mensch da. Morgen. Morgen. Entschuldigung. Ja, was? Geht das da alles hin? Ist diese Veranstaltung angemeldet? Das ist ein Kulturausflug. Also, es wird einer. Ins Gloria Theater. Ins Gorilla Theater? Ja, Moment. Da steht Floridsdorf und nicht Schönbrunn. Ja, wurscht. Außerdem, die schaut nicht aus wie ein Gorilla, eher wie ein Hasel. Ja. Reißt jetzt an, wir sind im Dienst. Na, wo ist im Dienst? Bin ich blind? Ja. Sie, Fräulein, was wird denn da so gegeben in dem Theater? Hören Sie, das kenne ich. Das ist ein ganz. Sie kenne ich auch. Sie erinnern mich an ein Programm, erinnern Sie mich? Wahrscheinlich was Würdevolles. Ein schmuckes Uniformstück? Nein, nichts Würdevolles. An der Gescheite und der Blöde. Und Sie auch, Sie sind ja ein ganz großer. Sie sind ja, Sie haben was mit einer Uhr zu tun. Jetzt weiß ich genau, ja. Papiere. Ausflug. Naja, so viele Leute haben wir aber nicht. Kommt sonst niemand? Die Kaisermühlen sind ein bisschen schüchtern, aber von unserer Stirn kommen alle. Und der Scheutl hat auch noch Anmeldungen vom Seniorenbund. Die kommen auch alle. Sind wir schon zu spät? Ich habe meine Karten schon gekauft. Ich darf uns auf jeden Fall hinein. Hoffentlich spürt nicht was, dass man davon rennen muss. Nicht so was Modernes. Nein, das ist ein hochseriöses Unterhaltungstheater. Und da existiert's noch? Und die Leute rennen hin? Also, ich finde es klasse, dass es bei uns herum sowas gibt. Ich war dort, da war es nur ein Kino. Und was haben Sie dort gesehen? Das Phantom der Oper? Na, für eine Oper ist das Haus zu klar. Franzi? Da kannst du Austeilen helfen. Austeilen helfen? Na gut. Was ist das? Der hat da kein Geld, muss spenden. Oh ja, die kriegen doch eher Subvention. Also gern mal. Ja, da! Subvention! Ohne Ton! Sag, Sie haben sich gefragt, Jörg, haben Sie das da jetzt geschnallt, was da der Intelligenz von Wegener gemeint hat? Wie meinen Sie denn, Franzi? Na, die mit der Subvention. Das verstehen Sie doch nicht. Nach Intervention erfolgt die Subvention. Na, wie glauben Sie, habe ich die Karten gekriegt? Oder haben Sie ihre vielleicht gezahlt? Schau ich so aus? Nein, Sie nicht. Meine Karten der Kulturstadtrat zahlt. Persönlich? Nein, mit einem Gutschein. Und woher hat er denn? Nicht bei einem Gesangswettbewerb gewonnen. Mit einem Solo? Nein, mit einem Viergesang vielleicht. Ah, da kommt die Partie vom Scheutl.
Ah, die Herrschaften sind schon da. Sehr, 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 sehr. Ja, kommt alle. Alle da rein noch, wenn wir ins Gloria-Theater wollen. Da. Na? Gerade zurecht. Du, ich wollte was sagen. Ja, vergiss nicht, was du sagen wolltest, Schatzi. Na, bravo. Ja, schön, dass es auch für 300.000 Menschen links der Donau Kultur gibt. Na, bravo. Ich fahre ja deswegen so gern hin, weil es so nah ist. Na, bravo. Ja, die Nachmittagsvorstellungen, na? Vor allem für die Senioren, ne? Und diese günstigen Eintrittspreise. Na, bravo. Jesus, Marant Josef, sag doch nicht immer na, bravo. Wir sind doch nicht im Zirkus. Zirkus, gnädigste, gibt's am Rathausplatz. Wir fahren am Spitz. Ich weiß, der Direktor und ich sind gute Freunde. Wir kennen uns schon seit unserer Kindheit. Dass Sie sich noch daran erinnern können, das muss ja schon eine Ewigkeit her sein. Die Kinderbilder von den beiden müssen ja noch handkoloriert gewesen sein. Na, bravo. Na, jetzt hast das du gesagt. Also, ich finde es super. Hallo, grüß euch. Ah, was ist? Das ist mein rotes Teufel, was regnet? Heute eine Kultur, meine Frau. Eine Körperkultur hat er heute schon gehabt, oder warum waren wir in der Bib schon? Wir fahren fünf Jahre im Gloria-Theater feiern. Also gehen wir, kommt's. Darf ich dort rauchen? Ja, klar. Okay. Komm, Puppi. Na, was soll das? Das ist die neue Fairness in dem Land, sag einmal. Wart, Kitty, wir können nicht fahren, der Franz ist schon wieder weg. Jetzt muss der keine Sorge, wir können nicht weit sein. Gott, wo ist denn der wieder hingerannt? Schamramann! Was will keiner, Mann? Der ist von der Leichopathie. Das ist der Chef der Halbkreisingenieure. Rotzpippen! Schamramann, hab ich gesagt! Was? Böse, kleiner Mann! Franz ist größer. Zahmerahmen, hat der Chef gesagt. Franzi basteln Falter mit Kollegen zu Flieger und dann verkaufen, spenden für Theater sammeln. Da gibt's ja halt einen Taler aus deiner Orangen am Westen. Was geht uns die Kultur an? Wir sind für Mist zuständig. Das ist meistens selber. Da bist du jetzt, komm schon. Die fahren sonst ohne uns. Nein. Ich muss Falter mit Wo seid ihr denn hin? Zur Kinderlandverschickung? Nein, zum Kasp. Wo gehen denn die alle hin? Gloria Theater. Weit? Floridsdorf. Wem gehört denn das? Bischowetz. Gut. Lustig. Lustig bin ich selber. Ja, ich weiß, ich hab dich zum letzten Mal lachen gehört, wie der Kreisky Bundeskanzler geworden ist. Seit der Zeit habe ich ja nichts mehr zum Lachen gehabt. Ich würde dich überhaupt nicht. Ich sag zum letzten Mal! Das ist unser Bus. So, 4 Sterne plus, der Trainer hat ganz recht, das ist unser Bus. Ja, aber Kultur geht vor Fußball, ist das klar? Was, Herr Reto? Sie sind also gegen Sport. Das ist ja gar nicht wahr, hörst du, wir haben das behauptet. Das wird man sich merken müssen für die nächste Wahl, ne? Okay, jetzt haben wir ja gewonnen, den Moment. Was für ein Volltrottel ist denn auf die Idee gekommen, dass wir auf einen Fußballplatz fahren, ja, ja, Sie, Herr Bezirksrat, haben uns doch zum Kulturausflug eingeführt. Ihr seid jetzt deppert worden. Das kann ja nicht stimmen. Bitte, hier steht, hier steht Kulturausflug, gesponsert von Dr. Michael Holz. Ja, aber das habe ich ja nicht selber geschrieben. Wie, wollen Sie uns damit einreden, dass der Bürgermeister damit ein Theater gemeint hat? Nein, das kann sein, dass er hinkommt. Das ja, wenn er sich verirrt. Ja, wann er muss. Am Opernball bitte geht er. Und das ist kein Theater. Ja, was? Aber singen tun sie dort nur bei der Eröffnung, ne? Ja, das ist ja wurscht, aber so könnt ihr auf jeden Fall nicht hingehen. Zieht euch um, gehen wir. Bei Kultur links der Donau ist das wurscht, die nehmen uns auch so. Außer den Frack hab ich eh keinen. Dort wird ja eh nicht gesungen. Eben. Ach so? Ja, nur hin und wieder. Ja, also zieht euch an und gehen wir, was ist denn? Bitte also, fort. Gehen wir. Gut, gehen wir. Brauchen wir nicht, geht schon. Ja.
weggefahren. Mit den Öffentlichen kommen wir aber jetzt nicht mehr zu rein. Dann nehmen wir unser Taxi, oder? Ah, da kommt der Stand. Taxi! Entschuldigung, das ist mein Taxi. Ich warte schon länger, aber es kommt ja nicht. Ich bin da doch. Ich welche Richtung fahren Sie? Gloria Theater. Ja, da können Sie uns mit. Ja, ja. Moment, Sie können. Oh, ich hab doch nicht. Das ist eine Frage. Was Sie. Papa! Was heißt Papa? Sie hören Sie. Was heißt Papa? Na, das ist eine Verrückheit. Ich stehe in der Köln, wo der Taxi zuerst kommt, als dann kommt. Dann nehmen Sie mir fremde Leute weg. Ich weiß nicht. Na, wart's! Bin ich gespannt, was die letzten 5 Jahre zusammengebracht haben. Ja, das werden sie uns ja jetzt zeigen, ne? Ja, zeigen den Reigen! Ja, das gehen wir! Abend dient.